So, hallo Rio, meine werten Diablo 4-Fans und Let's Fetzel Pay-Zuschauer. Wir machen hier weiter mit der Hauptgeschichte und suchen einen Turm in der Hölle, in dem angeblich Inarius ist. Und damit gehen wir dann aus, dass Lilith da vielleicht auch sein könnte und so. Und klar. Und weiterhin bei total überlevelten Gegnern, weil wir kein Bedürfnis haben, Massen an Nebenquests zu machen, nur um das passende Level für die Hauptgeschichte zu haben. Aber wir machen halt auch wenig Schaden dadurch. Und ständig sind Schamanen da, die Elite sind. So, und das verzögert natürlich alles. Wir müssen uns immer weiter zurückziehen und weiter zurückziehen, um zu überleben. Wieso heilen die sich so Bin noch schnell? nicht bereit. Weil die außerhalb der Aggro-Range sind oder was? Habe ich sie zu weit weggepult? Kann natürlich sein. Meine Güte. Einfach fühlt sich an wie Damage-Sponges, ne? Ich bin noch nicht Sagt bereit. man ja immer so gerne. Aber nur wie ein Schwamm, der ganz viel Schaden aushalten kann. Yippie. So mag mein Spieldesign. Yay! Ich muss einfach nur einen Haufen Pfeile, hunderte von Pfeile in mich reinwerfen. Wie toll. Das klingt so super. Machen wir natürlich gerne. Ich verbringe jetzt die nächsten 2 Stunden damit, hier durchzulatschen oder was. Da ist irgendein Goblin. Können wir den versuchen zu kriegen? Ich meine, können wir hier eigentlich schon gleich knicken, oder? Wenn die Gegner hier so stark sind. Ich bin noch nicht bereit. Und der ist 45. Aber eigentlich können wir es gleich vergessen. Eben deswegen. Also ich würde sagen, vielleicht muss ich tatsächlich leveln. Auch wenn ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Sind hier nicht Nebenquests? Ne, hier sind keine. Wie weit die mich vorgespammt haben, das ist aber nicht gut, oder? Die haben irgendwas geredet. Ich wollte euch nicht die ganzen komischen Elite-Kämpfe zeigen, aber die haben irgendwas geredet, deswegen habe ich wieder auf Aufnahme gedrückt. Weil ich renne jetzt einfach gerade rein und kill und guck, versucht zu überleben bei den viel zu starken Gegnern und so, aber läuft schlecht. So, ein Level ab hat mir das ganze Rumschnetzeln gebracht. Mal gucken. Ich meine, ich bin immer noch unterlevelt. Ob wir irgendeinen Unterschied merken. Nee, nicht wirklich. Selbst einen kleinen blöden Diener kriege ich nicht mal eben weg. So. Naja, so war's halt. So ist es halt. Unterlevelt ist unterlevelt. Ändert sich nichts dran. So, Spam und nur Standardattacken. Wie lange dauert ein Pips normaler Brut der Verdammten? Ewig und 3 Jahre. Na gut. Also hier standen sie und schrien irgendwie, oh mein Gott, wir werden bombardiert. Und jetzt müssen wir es halt wieder retten, ne? Wir sind der hier die Truppe retten muss. Ist ja klar. Ihr könnt nicht dabei laufen oder sowas. Nicht möglich. So wie ich. Einfach sich vorwärts bewegen. Nein? Kann man da hochhüpfen? Da erspart man sich ein bisschen einen Fußweg. So, hier könntet ihr auch hochklettern und mit mir dann den Boss da oben schnetzeln. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich 4 Level unterlevelt bin, der wird zwickig. Oh nein, es ist auch noch ein Ranged. A Ranged Boss. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh je. Okay, das ging. Das ging, weil ich da halt meine Ultima reinknallen konnte. Ne? Mieser Pest des Hasses. Ist das auch ein geringes Übel? Das weiß ich jetzt nicht. Die sagt mir jetzt spontan mal nichts. Aber so perfekt kenne ich mich natürlich auch nicht aus. Mit der Lore. Ah, da ist. Ich wundere mich schon, warum ist das Schild denn nicht endlich weg? Weil da noch einer fehlt. Sagt ihr irgendwas? Ach du Scheibenkleister.
dir den Schaden gesehen, die mir reinknallen kann. Ja, die zählt als 40 und trotzdem knallt die mir solchen Schaden rein. Da bin ich ja total erleichtert. Oh mein Göttchen. Okay. So. Au. Na. Die kleinen Pinzi-Gegner sind bestimmt 45 und der Boss ist 40, oder was? Das ist noch nicht das Ende. Okay. Ich werde euer Leiden in die Länge ziehen. Okay, das heißt, man muss dich so auf verschiedenen Stufen besiegen, oder was? Anscheinend. Weil die Gruppe geht weiter anscheinend. Das gelbe Teil bewegt sich und der Boss ist weg. Und wir müssen aber wieder alleine vorrücken. Na toll. Hat man schon eine Gruppe und darf nicht mit denen kämpfen oder wieder was? Dem macht's einem aber auch schwer heute, hm? Hau ruck! Komm, lass mich durch. Ich will zum Schamanen. Lass mich zum Schamanen. Geht doch. Es überrascht mich, dass ihr noch die Worte für das Bollwerk kennt. Ich habe euch diesen Zauber beigebracht. Die sind voll Hass zerfressen. Die hassen sich gegenseitig, die streiten. Das ist nicht gut. Lilith und Mephisto übernehmen Kontrolle über euch. Recht mit Lorath, okay. Noch mehr von diesem verdammten Höllenfeuer. Ich mache den Weg frei. Raiffeisenbanken. Wir machen den Weg frei. Talika Taitai Kistos. Oh. Karum. Hund des Hasses. Okay. Das ist alles so Buddies des Hasses. Oh, der ist 45. Ach du Scheibenkleister. Das heißt, seine Schläge zwicken bestimmt gut. Ne? Aber da sind die. Vielleicht kann ich ihn weglocken immer. Au. Oh. Was war das denn? Ich wollte den nicht retten oder sowas? Oder was war das der Gegner tatsächlich, der mich wieder hinter sich gepult hat oder wie oder was? Ja, schon wieder. Was geht denn da ab? Und puffern ein bisschen und spammen. Ups. Ja, läuft nicht schlecht, würde ich sagen. Jetzt nicht super gut, aber jetzt wird verwundbar und spammen, Energie weg, spammen. Und wieder Energie weg, spammen. Oh, Ultima ist bereit. Perfekt. Alle Cooldowns verbrauchen. Läuft. Ja, ne. Solange die ganzen anderen da sind, geht das schon. Dann kunstert Janze. Was war das? Der war doch tot. Immer noch Verbündete in der Hölle. Nicht für lange. Wir müssen einen anderen Weg finden. Der war tot und seine Attacke hat noch gezählt. Seit wann ist denn sowas hier? Also wirklich. Also war das so, seine Leiche explodiert mäßig, wenn das sein sollte, dann natürlich ja. Aber Attacken, die er vorher gecastet hat, die sind ja normalerweise dann nichtig, oder nicht? Kriegen wir dafür Erfahrungspunkte, wenn die... Nee, kriegen wir nicht. Ne? So, aber für die kann man Erfahrungspunkte gekriegen, ich doch. Ja, toll. Jetzt brauchen wir uns nicht heilen. Zum verschlungenen Pfad. Oh, hier schreit irgendjemand. Oh, hallo. Besiegt die Dämonen. Alles klar, mach mal.
Eieiei, irgendwelche Fernkämpfer zwicken hier wieder mächtig. So, da sind sie. Gepriesen sei Lilith, Königin des Hasses. In Deckung! In Deckung, okay. Sola. Müssen wir jetzt, ist er jetzt, ah, die, aber die Buddies sind mit dabei. Ja, yeah, das heißt, es wird jede Attacke auf mich gerichtet. Das ist doch super. Super klasse. Ninja. Sagt mir echt nichts, ne? Eine soll sie so ein bisschen Liliths Hass verkörpern und der andere Mephistos Hass, den wir da weggeschmerzelt haben. In der Richtung vielleicht. Das hört nicht auf, ne? Bin da, bin da. Da wird immer ihr Hagel abgeschwächt oder sowas. Ihre Mega-Monster-Ultima-Attacke sozusagen. Wo ist sie denn? Ah, da ist sie. Wir waren so viele Gegner gerade da. Gar nicht mehr geblickt, wo sie ist. Jetzt gerade. Schöne, schöne Schusswechsel. Aber ich will jetzt nicht in die Barriere. Ich will hier gerade meine Attacken spawnen. So. Und hier müssen wir gleich nach rechts wahrscheinlich. Nachdem wir hier noch irgendeinen anderen Boss. Durchaus mit Verantwortung umzugehen, Donen. Ich verstehe, weshalb ihr ins Kostlern das Sagen hattet. Oh, was Nettes. Ein Kompliment. Jemand muss das aufschreiben. Diesen Augenblick festhalten. Jetzt hör doch auf, so schlecht zu reden. Es ist ja nicht so, dass es das erste wäre. Da war ja noch das andere Mal. Oh ja. Ich... die Erde bewegt sich. Ja. Macht euch bereit. Irgendein dicker Boss wieder, oder was? Ein richtig dicker Boss. So. Ah! Ashara, die Verseuchte. Okay, ja, krasse Kameraführung. Und jetzt? Wo sind die anderen? Muss ich das Ding allein be- Oh ja, und es darf mich treffen, obwohl ich wegrenne. Sowas lieben wir natürlich. Sowas sehen wir gerne. Ja. Okay, das war nicht besonders viel Damage. Aua, ich hab gedacht, ich schaff's noch darüber. Aber okay. So lernt man. Aua, okay, so lernt man. Alles klar. Oh, guck mal, wir können ganz weit weg stehen. Cool. Und spammen wir so Standardattacken, die gar nichts abziehen. Das lohnt sich nicht. Ne? Tada! Und Peps. Das ist mehr so aushalten und dies dann und das Ding automatisch immer wieder. Soll ich meine Sachen dafür immer aufbewahren? Ist das richtig? Vielleicht, vielleicht ist es das. Weich nur genug aus. Und dann stunt einmal unser Hodra drin den Boss für uns oder sowas in der Richtung. Könnte natürlich sein. Und jetzt auch so Underlevel Boys wie ich schaffen. Guck mal, jetzt macht das wieder. Ganz unabhängig von mir. Ja, zäh, aber möglich. Zäh, aber möglich. Genau.
Meint ihr, ist das ein geringes Übel? So gering sieht mir der gar nicht aus, der Werter Ashara hier. Oder die Werter Asharas, wieder die Verseuchte. Die haben es echt mit ihrem Vogue-Sein. Hm? Selbst das dicke, fette Monster muss jetzt weiblich sein. Geht nicht, dass es neutral sein kann, das Monster, ne? Nur das Monster. Das Verseuchte. Okay, das klingt nicht gut. Das wollen wir umändern. Wie kann man es geschlechtneutral formulieren? Ashava, das verseuchte Übel. Das verseuchte geringe Übel. So was vielleicht? Oh, schade. Jetzt viele Attacken, jetzt nichts geballert. Schade. Aua. Mir wie getan. Frechheit. Alle zusammen, okay, dann. Alle zusammen. Ja, also dadurch, dass wir hier als Gruppe sind, läuft. Ganzen Steigerungen der Attacken kommen jetzt halt dazu. Da sage ich, läuft's und schon macht so eine Rückwärtsattacke, die mich volle Kanone trifft. Und dann schubst's mich ins Gift und ich sterb fast. Ja, von ein paar Sekündchen. So spammen wir ganze Energie weg. Und dann setzen wir das an und spammen weiter die ganze Energie weg. Jetzt gehen wir ein bisschen auf Ranged, genau. Ah, wer weiß, wenn es gut läuft, noch einen so einen Stunner vom werten Horror drin. Und dann haben wir das Ding. Aber klar, dass mich das trotzdem trifft. So. Ganze Energie wegballern. Jetzt haben wir fast alles bereit. So, ach, ich komme da gar nicht ran. Ah, jetzt hat. So, das und das und das und das und das und das und am Ende die Ultima und das und nochmal das und das und das und geschafft. Alle Fertigkeiten durchgesplammt. Boom! Irgendwelche Legendary Boots. Stiefelchen. Hau rein. Was haben wir da gekriegt? Geht so. Geht so. Das ist besser, aber jetzt haben wir legendäre. Kritische Treffer verleihen. Eine Sekunde lang 12%. Eine Sekunde lang. Bis zu maximal 6 Sekunden. Was? Achso, das kann sich vielleicht steigern. Naja, okay. Hm? Besiegt Ashava, habe ich doch gemacht. So, aber. Hat aber gedauert. Und nur so ein bisschen Erfahrung. Dafür, dass ich unterlevelt bin. Naja. Bei allem was. Lorat, seid ihr? Ich verschnaufe nur eben. Bisschen verletzt, oder was? Vor uns. Kommt schon. Ja, ich verstehe, den Satz habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Bei allem was? Wegen dem Turm. Aber unser Char sieht ja den Turm gar nicht. Das kriegen wir jetzt noch angezeigt und dann wissen wir, warum er so bei allem was gesagt hat, oder wie? Möllock. sag Freund und tritt ein, oder wie war das? Sprich Freund und tritt ein. Irgendeine Spur von Lilith. Ah ja, hier sind ein paar Blüten. Lilith, ein paar Blüten. Ich sehe die Blutblüten.
kommt jetzt die epische Sequenz, die wir als Trailer schon gesehen haben. Vielleicht. Barfüßig durch die Lava, ohne den Schmerz zu spüren. Ah, das ist Pava. Okay. Ja, das sieht aus wie der Trailer. Und dann so Inarius und Lilith und großer Kampf und cool mit Speeren und bla und wo sie sich selbst gespoilert haben, sozusagen. Bis zu dieser Stelle war das Spiel also schon vorhergesagt. Bisschen komisch, oder? Bisschen komisch. Was ein komisches Geräusch war das denn? Kämpft standhaft und treu. In seinem heiligen Namen. Ja, die Schildklasse. Die fehlt noch. Wenn die nicht in den nächsten Expansion mit dazukommt, dann gesegnet weiß ich auch nicht. Gesegnet sei das Licht. Was kann sie cool ist, dass sie es leisten kann, vorne zu stehen. Einfach nur ein Bückstück. Ja klar, der schöne, gute Phalanx hier. Sie zeigen, sie vertraut denen. Aber es sind ja nur Kleingruschgegner. Die packt ihr schon, da sind wir uns sicher. Aber die Dicken, auf die kommt es halt an. Auf die großen Gegner. Aber bloß in seiner Anwesenheit. Oh mein Gott, wir können nicht mal hingucken. Der Boden erschüttert vor seiner Heiligkeit. Klar, also normale Dämonen sollten... Hm? Dass der ihn überhaupt anfassen kann, witzig, ne? Also die sollten alle überhaupt gar keine Chance geben. Das da ist schon viel zu viel, so viel sollte er gar nicht machen müssen. Ist ja lächerlich, wie sehr er sich Gänsefüßchen anstrengen musste dafür. Voll der Obermacker-Engel, der seit Ewigkeiten lebt. Sollte eigentlich auch nur Lilith sein, also nur größere Monster ihn auch nur ansatzweise aufhalten können. Das wird nämlich dann interessant. Es sieht aus wie eine Falle. Als wollte sie, dass er da ist, als würde es zum Plan gehören. Erkennst du es wieder, Inarius? Dass er hier auftauchen muss. Der Verdammten. Worte werden dich nicht retten. Zeig dich. So kehrt der Krieger zurück. Und mit solcher Überzeugung. Nicht länger die zerrissene Seele, die ich zurückließ. Du hast mich getäuscht. Ihr habt eine Menge Kinder gemacht, oder? Was war doch ihr beide? Ja, guck mal, sie sind vorgedrungen. Zu den Schildern vorgedrungen. Warum, Inarius, was ist dein wahres Ziel? Mein rechtmäßiger Platz ist in den Himmeln. Strebst du deshalb danach, alles zu vernichten, was wir erschaffen haben? Sanctuario ist eine Abscheulichkeit! Oh, das kann sie. Und unser Sohn? Ich habe das richtig gestellt. Zur Genugtuung der Himmel. Sag mir, haben sie frohlockt? Wer sind sie? Deine Anhänger? Nein.
sie verschmähen dich. Sie lässt es zu. Ich sag, es gehört zum Plan. Irgendwas, es gehört zu ihrem Plan. Er soll sie treffen. Das ist eine richtige Stelle. Herrlichkeit. Ihr Blut soll irgendwie dahin fließen und das löst dann irgendein Ritual aus und so. Das Werk eures Glaubens! Ich denke, das ist Absicht. Sie ließ sich treffen. Es ist vollbracht. Das alles endet mit dir. Wunschvorstellung. Wir haben eine Wahl getroffen. Und das werden sie nie vergeben. Egal, wie sehr du dich belügst. Ganz egal, wen du opferst. Ihr Urteil ist gefällt. Ist Schweige. Oh, ist okay. Geht auch. Aber ich habe es berichtigt. Oh, wird er der Endboss jetzt? Was verlangt ihr noch von mir? Das sag es mir! Bitte! Sag es mir! Die Himmel werden dich nie mehr erhören! Nein! Beschützt mich! Nein! Dein Platz ist in der Hölle! Reißt ihm die Flügel auf. Ja, wie leicht das doch ist, einen Engel zu besiegen plötzlich. Kriegt das doch da unten alle gar nicht mit. Ihr wisst doch nicht, was da oben passiert. Bleib standhaft im Glauben! Kämpf! Kämpf! Wieso sollten die das da unten... Naja, egal. Crazy, hm? Er... rammt sie mit einem Stich durch, sie überlebt das und sie rammt ihn mit demselben Stich durch und er stirbt dabei. Klar, plus Flügel und so. Aber der Kampf war schwach von den beiden, muss man schon sagen. Hätte ich mir viel mehr erhofft. Was ist passiert? Lilith. Sie hat Inarius die Flügel abgerissen. Als ob sie mit ihm spielen würde. Sie wollte, dass der Engel leidet, bevor sie ihm ein Ende setzt. Dann lag die Prophezeiung falsch. Ein Speer aus Licht durchschlägt das Herz des Hasses. Ja, kann ja noch passieren. Vielleicht auch nicht. Auch Lilith ist verwundet. Wenn sie verletzt ist, wird es einfacher sein, sie in den Seelenstein zu sperren. Wir dürfen nicht aufhören. Ja, rücken wir noch ein bisschen vor. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, nicht mehr sehr viel vorrücken. Und dann passiert wieder irgendwas. Schauen wir doch mal. Ist aber alles noch 45. Bereits fort. Was jetzt? Ich habe eine Idee. Ich bereite das verborgene Auge vor. Okay, ja klar. Das ist eine Idee. Was meint ihr? Ja, und damit dann später interagieren. Dann würde ich sagen, das war's für die Folge, oder? Sollen wir noch da drüben? Geht's irgendwie auf der Karte noch weiter? Entweder ist das später für das Hauptquest. Ansonsten würde ich da einmal kurz spiegeln gehen, weil wer weiß, vielleicht ist da ja was Besonderes. Oder aber nicht, wie es aussieht. Ja, wer weiß, dann ist da später das Hauptquest, irgendein Portal oder sonst irgendein Weg, der sich auftut, den wir dann gehen müssen. Okay, gut, dann. Hoffe ich, euch hat's gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren, falls es das getan hat. Ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski und bye bye.